Ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein, wirklich. Aber ich freue mich vor allem, dass ihr hier seid, weil erstens, glaubt mir, der Abend ohne euch wäre total beschissen. Und das zeigt mir auch, dass ihr hier seid, ihr habt Lust auf Comedy, ihr habt Lust zu lachen, ihr habt Lust generell was zu unternehmen. Und damit seid ihr einen großen Schritt weiter als Mimi-Menschen. Habt ihr hier in der Schweiz auch so viele Mimi-Menschen? In Köln, in der Bahn, überall. Wirklich, in der Bahn, links und rechts von mir. Du musst nur einmal hin und hörst du schon. Mimi, 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 Mimi. Ich sag, Entschuldigung, was haben Sie gesagt? Mimi, Mimi. Ah, Sie wollen einen neuen Tesla? Mimi. Nur am Beschweren, die wollen auch immer mehr. Ich glaube, für solche Menschen wurden auch Lieder geschrieben, wie zum Beispiel O Sole, mi, mi. Ne? Oder einer meiner Lieblingskinderhits, Manna, Manna, mi, 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 mi. Und bitte testet das mal, wenn ihr in der Familie, auf der Arbeit oder im Freundeskreis Leute habt, die immer rumheulen, fragt die mal, wie es denen geht. Die antworten immer gleich. Ihr könnt mit guter Laune auch in den Raum kommen. So, hey, wie geht's? Immer so, ja, muss. Oder? Wo ich mich immer frage, so, was muss man denn in Europa? Was muss man zum Beispiel in Deutschland? Da muss man schlafen gehen, aufwachen, dann muss man noch arbeiten gehen und danach essen, trinken, auf Klo gehen und vögeln. So, und im besten Fall hast du fürs Letzte eine feste Freundin und fürs Vorletzte einen festen Stuhlgang. Punkt. Ja. Oder? Alles Paletti. Applaus für euch.